Jo, liebe Reisemobilfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Fazitvideo von unserer Norwegen-Tour. Ja, ist alles ein bisschen verspätet jetzt. Ich habe wenig Zeit gehabt und ja, fangen wir gleich an, dass ich ein bisschen quatschen kann drüber. Ja, mit den ganzen Videos, das hat jetzt alles ein bisschen lang gedauert. Ich habe mehr Videomaterial gehabt, wie ich eigentlich gedacht habe. Und ich habe versucht, das Ganze natürlich runterzuschneiden. Und ich wollte viel vermitteln. Das war meine ganze Intention übrigens. Ich habe mir mal gedacht vor der Tour, wie filme ich das? Wie mache ich die Tour? Wie packe ich das rein? Wie zeige ich das den Leuten draußen? Und da habe ich mir gedacht, ich versuche einfach mal so jeden Tag abzufilmen und in ein Video zu packen mit allen Höhen und Tiefen. Und ja, da ist halt eben diese Videoreihe entstanden. Und da kam natürlich im Laufe dieser Videoreihe dementsprechend auch Kommentare, Anregungen und natürlich auch Nachrichten. Ich will da ein bisschen drauf eingehen. Und natürlich ganz am Schluss am Video haben natürlich die anderen drei auch was zu sagen. Natürlich auch, wie ich die Tour empfunden habe und was mich die Tour bis jetzt gekostet hat, weil auf die Maut und auf einige Fährenrechnungen warte ich noch. Also die Nordkap-Tour oder Norwegen-Tour, die war eigentlich eine ganz grob geplante Tour. Hauptziel dieser Tour war, dass wir zum Nordkap kommen, so schnell wie möglich. Und vom Nordkap aus wollten wir dann die Westküste runterfahren. Das war der komplette Plan. Lofoten, wir wollten natürlich über die Lofoten fahren. Logisch, das wollten wir mitnehmen. Aber das war unsere Tour. Also ganz grob geplant. Und einfach mal abfahren und gucken, ja, was passiert. Wir haben uns natürlich einige Spots rausgeschrieben, an denen wir hinfahren wollten oder die wir uns angucken wollten. Das war eine ziemlich lange Liste und zwar klar, wir schaffen nicht alles, aber halt einfach, wenn wir auf der Tour sind, dass wir uns früh oder abends hinsetzen und sagen, okay, wo wollen wir am nächsten Tag hinfahren? Ja, dann haben wir ungefähr eine Richtlinie gehabt und gesagt, ey, das schaut interessant aus oder darauf hätten wir Bock. Und dann haben wir gesagt, gut, dann gucken wir, dass wir die Tour so legen, dass wir an diesem Spot vorbeikommen. Das haben wir ja meistens so gemacht auch. Also wir sind dann schon immer gefahren und gesagt, okay, da die Richtung, die Richtung. Haben aber dann auch auf der Tour öfters mal alles umgeschmissen. Haben wir gemerkt, okay, was ich, Wetter schlecht oder der Spot ist doch nicht so toll oder das oder jenes. Und haben gesagt, wir machen jetzt hier einen Schlenker und hier einen Schlenker. Ja, ja, dann kamen Kommentare. Ein Kommentar, der ein paar Mal gekommen ist, war, Dirk, warum steht denn eigentlich unten in deinen Videos Dauerwerbesendung? Ich habe das irgendwann mal schon vor, ja, schon glaube ich 2 Jahre her, habe ich das schon mal gesagt, warum ich das reingeschrieben habe. Aber es sind jetzt viele neue Zuschauer dazugekommen. Deswegen gehe ich darauf nochmal ganz kurz ein. Der Grund, warum ich Dauerwerbesendung drin habe, ist einfach für mich so eine kleine Absicherung, rein rechtlich. Es liegt daran, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Produkt in meinen Videos zeige. Hier zum Beispiel das R von Robeda, ja, das ist im Hintergrund. Oder von meiner Adidas-Mütze, ja, das Adidas-Zeichen. Das ist ja alles irgendwo, sind das ja Produkte, sind Firmen. Eigentlich eine unterschwellige Werbung. Auch wenn ich dafür nichts bekomme, ist es ja eine Werbung, weil ich müsste rein rechtlich, wenn ich es genau nehme, alles verpixeln. Alles, was irgendwelche Produkte auftauchen, muss alles verpixelt werden. Oder ich kennzeichne das als Werbung. Und nachdem ich keine Lust habe, irgendwie zu sagen, alles hier verpixeln und Werbung schreiben und bla bla bla, habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach unten rein Dauerwerbesendung. Natürlich, in der Regel passiert nichts. Ja, ich denke mal, das ist sehr pingelig, wie ich jetzt da drüber spreche. Und da, andere YouTuber machen es ja auch nicht, ja, und die haben auch irgendwelche Sachen, Produkte immer in irgendeinen Videos. Da passiert auch in der Regel nichts, ja. Ich gehe da nur auf Nummer sicher, weil es braucht nur irgendein hochmotivierter Junganwalt auf die Idee kommen, ey, boah, ich will jetzt mal zeigen, was ich drauf habe, was ich im Studium gelernt habe. Und dann haut er plötzlich Abmahnungen raus, ja. Und da habe ich halt nicht so viel Lust drauf. Oder es gibt irgendwelche Menschen, die dir eins in die reindrücken wollen und die sehen da eine Schwachstelle, ja. Und dann schwärzen die dich irgendwo an oder whatever, ja. Keine Ahnung. Es ist einfach nur ein kleiner Spruch, Dauerwerbesendung. Wie ihr seht, habe ich das jetzt ein bisschen kleiner gemacht in diesem Video. Ich versuche das also ein bisschen dezenter zu machen, dass es nicht mehr so raussticht. Aber ich werde es definitiv stehen lassen, weil ich habe auch einen Kommentar bekommen oder Nachricht bekommen. Ja, Dirk, kriegst du Sponsoring für die Tour oder kriegst du Geld, kriegst du Unterstützung? Nein. Die Tour war zu 100% aus meinem Geldbeutel bezahlt. Ich habe nichts dafür bekommen. Einfach nur wirklich für mich reine Absicherung, nichts anderes. Beachte das einfach nicht. Das ist einfach nur eine rechte Geschichte und ich fühle mich damit einfach sicherer. Dann kam öfters der Kommentar, ja, warum wir eigentlich nur am Fahren sind. Und man sieht nur, wir sind nur am Fahren, nur am Fahren. Vielleicht für die, die es nicht wissen, wenn man zum Nordkap möchte in 4 Wochen, da muss man fahren, weil von Stuttgart aus sind es, glaube ich, knapp 3.500 Kilometer, sind dann, umso höher man kommt Richtung Norden, umso schwieriger wird die Fahrerei. Das heißt, umso langsamer kann man fahren. 50, 60 km/h nur noch. Und
dann muss man auch Kilometer machen und auch stundenlang am Steuer sitzen. Ist einfach so, ja. Wenn ich natürlich 3-4 Monate Zeit habe, dann kann ich da ganz langsam hochdingeln und kann mir natürlich mega die Spots angucken. Ja, aber unser Ziel war Nordkap und deswegen mussten wir auch fahren. Wir haben natürlich versucht, auf dem Rückweg runter mal ein bisschen langsamer zu machen. Haben wir auch teilweise gemacht. Wir waren ja 4 Tage auf den Lofoten. Leider hat es 4 Tage lang dann einfach nur geregnet und gestürmt. Wir hatten, glaube ich, ein ganz kurzes Zeitfenster nur, wo mal kein Regen war, wo ein bisschen die Wolkendecke wegen aufgerissen ist. Dann waren wir auch am Strand gewesen, wo wir auf diesem Campingplatz waren. Und das haben wir dann auch genossen. Klar, sind rumgelaufen, haben Videos gemacht. Ich habe Drohne steigen lassen. Wir waren draußen gesessen. Ja, wir haben dann schon versucht, irgendwo das zu genießen, aber da war halt überwiegend schlechtes Wetter. Und von daher, ist halt einfach dumm gelaufen, ja. Und dann kam ein Kommentar, den habe ich so ganz nicht verstanden, aber ich gehe trotzdem drauf ein, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Und zwar, warum ich so berichte bei so einem schlechten Wetter, oder wie war das, warum ich so schlecht das Video, also warum ich die Videos mache bei so einem schlechten Wetter. Ja, das Wetter kann ich leider noch nicht beeinflussen und ich sag's nochmal, ich war 4 Tage auf den Lofoten. Wir haben uns auch besseres Wetter gewünscht, aber wir haben uns jetzt gesagt, was wollen wir machen? Ja, wollen wir jetzt nur im Auto sitzen? Nein. Ja, da sind wir bei Hengingswehr ja auf diesen Sportplatz gelaufen. Ist eigentlich ein richtig geiler Spot, ja, wenn cooles Wetter ist. Wir haben gedacht, komm, wir laufen jetzt aber bei Regenwetter da mal rüber, haben wir ja gemacht. Und wir haben es halt versucht, so gut wie möglich zu nutzen. Deswegen ist auch in den Videos schlechtes Wetter zu sehen, weil einfach schlechtes Wetter war. Und ich ja die Videos trotzdem machen wollte. Ganz ehrlich muss ich auch sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich die Norwegen-Tour-Videos nicht mehr so machen. Ich glaube, ich würde die ganzen Videos, es sind 27 Videos waren es im Schnitt, ungefähr 30 Minuten plus minus. Ich glaube, wenn ich jetzt die ganze Videoreihe auf 2 Videos runterschneiden würde und euch nur die Highlights zeigen würde, würde unser Urlaub einen komplett anderen Eindruck für euch haben. Also dann würde das komplett anders wirken. Ja? Was ich damit sagen will, ist, andere YouTuber zum Beispiel, die fahren ja ungefähr genauso wie wir die Strecke. Die haben genauso, die müssen genauso Toilette entsorgen oder die müssen genauso bei Regen irgendwo stehen oder haben genauso die Fahrerei. Die haben also haargenau dasselbe wie wir, nur die zeigen es euch ja nicht. Ja? Die fahren dann in einen Spot hin, finden einen geilen Spot oder bleiben sie stehen, dann gucken sie, dass sie die Aufnahmen machen können, machen richtig coole Aufnahmen und dann fahren sie weiter und dann haben die auch eine 4 Wochen Norwegen-Tour und dann zeichnen die euch 2 Videos, a 15 Minuten und dann seid ihr natürlich alle voll geflasht, ist ja logisch. Ja? Hätte ich genauso machen können, aber ich habe euch ja gerade eben gesagt, das war nicht so meine Intention. Ich wollte euch halt die komplette Tour zeigen. Also wirklich alles, auch das Schlechte und das Gute, also wirklich, wie es wirklich ist. Das ist meine Art, das müsst ihr langsam wissen, dass ich versuche immer die Realität zu zeigen und nicht immer so viel zu verfälschen oder ich eine Illusion zu erschaffen, was dann in Wirklichkeit gar nicht so ist, weil dann ist man nämlich enttäuscht, weil dann sieht man irgendwelche Videos von Norwegen, ja, wie toll und wie geil es ist und wie mega und super und geiler will ich hin, ja, aber das ganze nebenbei, die ganzen Nebenbaustellen, ja, das seht ihr gar nicht und wenn ihr dann losfahrt und dann merkt ihr erstmal, was das für ein Aufwand ist, gerade die Fahrerei, gerade schlechtes Wetter und dann seid ihr einfach nur enttäuscht und in meiner Videoreihe seht ihr auch, wie es wirklich ist, wie es sein kann, alles ungefälscht und ja, wie gesagt, was ich sagen wollte ist, ich hätte es auch anders da machen können, ohne Probleme die Tour in 2 Videos zu packen und dann hättet ihr einen komplett anderen Eindruck bekommen. So, dann komme ich jetzt mal zu den vorläufigen Kosten. Ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, es fehlen noch Mautgebühren und es fehlen diverse Fähren. Aber Stand jetzt kann ich euch ganz klar sagen, was mich der Spaß gekostet hat. Ich habe das Ganze in 3 Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe ist Essen. Die zweite Gruppe ist halt Diesel und AdBlue. Und die dritte Gruppe divers. Also divers sind dann Fähren, Merchandising, alles, was halt nicht in die 2 Gruppen reinfällt. Ja, ich würde sagen, dann fange ich jetzt gleich mal an. Und zwar habe ich unter divers einen Kostenaufwand von 876,30 €. Das ist natürlich klar variabel. Wenn ihr natürlich kaum Merch kauft oder sonst was oder weniger Fähre nutzt, die wo man gleich bezahlen muss oder sonst irgendwas, dann ist natürlich der Betrag bei euch extrem niedriger. Ja? Ich muss auch sagen, der Matti und ich, wir waren ja in jedem Souvenirshop und haben immer irgendwas gekauft. Ich habe schon ziemlich viel Souvenirs gekauft, ja klar. Ich komme halt auch nicht mehr da hoch wahrscheinlich und habe gedacht, komm, scheiß hier auf die 20 € und nehme ich es mit, ja, und fertig. Und deswegen kommt dieser Betrag zusammen. Das nächste ist das Essen. Beim Essen habe ich 498,08 €. Das ist natürlich auch unterschiedlich, ja. Fahrt ihr allein, fahrt ihr zu zweit, fahrt ihr zu dritt, esst ihr viel, esst ihr wenig, was esst ihr? Ich habe auch versucht, die Norwegen auf Qualität eben zu achten und ein bisschen hochwertig zu kaufen. Hat dann immer funktioniert, das ist immer schwierig. Also ich denke, knapp 500 € habe ich verfuttert, plus das Essen, was ich halt einfach noch mitgenommen habe. Ja, also
Norwegen ist teurer. Also da mache ich euch gleich gar keine Illusion. Ja, also ich sage jetzt mal, das Dreifache von dem, was es in Deutschland kostet, müsst ihr an Lebensmitteln in Norwegen bezahlen. Und so bin ich halt eben auf die 500 Euro gekommen. Und jetzt kommt dies und der Blue. Ihr könnt es euch denken, ja, das ist der größte Punkt, der größte Kostenpunkt an der ganzen Geschichte. Wir sind halt in diesem Sommer noch gefahren. Ich glaube, nächstes Jahr könnt ihr den Betrag vergessen, ja. Aber wir haben bezahlt, ich habe bezahlt 1387,27. Damit habe ich ungefähr gerechnet. Ich habe gerechnet zwischen 1200 und 1500 Euro Sprit. Jetzt mit knapp 1400 Euro bin ich hingekommen. Von daher würde ich sagen, ja, alles klar. Und dann kam noch aus Stockholm eine Mautrechnung. Und zwar in der Höhe von 88 Cent. Ja, es hat mir da total die Füße ausgezogen finanziell. Ich meine, 88 Cent, die muss der Schmarr haben, ja. Das kommt dann noch on top zu dem Ganzen. Und dann kommen wir auf einen Endbetrag von 2761,65. Aber ich glaube, das sind die 88 Cent noch gar nicht reingerechnet gewesen. Also 2760 Euro ungefähr. Absolut okay. Und wie gesagt, es fehlen ja noch ein bisschen was. Kilometer, was bin ich Kilometer gefahren? Das habe ich in einem vorherigen Video schon gesagt. Ich bin 8895 Kilometer gefahren. Auch damit habe ich gerechnet. Ich habe gerechnet bis Maximum 10.000 Kilometer. Also liege ich auch voll in meiner Rechnung drin. Und ich denke, jetzt kommt die entscheidende Frage. Würde ich die Tour nochmal machen? Würde ich die Tour auch mit den Leuten nochmal machen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, klar, logisch würde ich es wieder machen. Auch mit den Leuten wieder. Das hat Gott sei Dank super harmoniert. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Das war also volles Experiment. Ja, das hätte auch voll in die Hose gehen können. Aber da haben wir uns vorher schon drüber abgesprochen. Haben wir gesagt, wenn es nicht klappt, dann trennen wir uns auf der Tour, macht jeder seins. Aber es hat super geklappt und es ist eine Freundschaft auch entstanden. Also wir sind ja inzwischen schon wieder immer wegfahren und wir werden auch in Zukunft wieder wegfahren. Ich bin richtig froh darüber, dass die richtigen Leute da auf jeden Fall auf die Tour gegangen sind und super. Also da noch ein Dankeschön an Maddie, Britta und Helge. Ob ich die Tour nochmal so fahren würde? Ich denke ja. Ich glaube, klar, wenn man was gemacht hat, dann merkt man die Schwachpunkte auf der Tour und wird sich jetzt denken, okay, ich würde vielleicht jetzt da nicht mehr hingehen oder ich würde mehr Aufmerksamkeit auf das legen. Das ist logisch, ja. Ich würde mir gucken, dass ich vielleicht eine Woche mehr Urlaub rausholen kann. Ein bisschen mehr Zeit, ja, mit 4,5 Wochen, das ist echt eng, Leute, wenn ihr das vorhabt, so wie wir, Nordkap, Westküste. Wird stramm, kann ich euch sagen. Trotz alledem hat es Mod Spaß gemacht. Ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Wirklich so froh. Ich denke gerne noch an Nordkap zurück. Da wollte ich unbedingt hin, vor Jahren schon. Da habe ich noch mir gar keinen Kasten leisten können. Ja, da war ich auf der Messe gewesen, habe mir die Autos noch angeguckt und habe geträumt. Ja, da wollte ich schon zum Nordkap mit dem Wohnmobil. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Das ist ein Riesenhacken, wo ich in meiner To-Do-Liste abhacke. Und darüber bin ich wirklich froh, mal dort gewesen zu sein. So, ich habe jetzt lang genug gequatscht. Und ich denke, ich lasse jetzt einfach mal die anderen auch noch mal quatschen. Und dann hört ihr auch deren Meinung. Also, viel Spaß dabei. Also, Norwegen fand ich super klasse. Was mir am besten gefallen hat, war der Verkehr. Weil da sollen die Deutschen sich echt mal ein Beispiel nehmen, wie da gefahren wird. Da war so ein entspanntes Fahren, erlebt man hier nicht. Wir haben es ja direkt, wie wir über die Grenze gefahren sind, das Chaos wieder hier gehabt, Huperei und Schneiderei und alles. Einmalig da drüben, das haben die echt gut drauf. Ja, Norwegen war super. Die ganze Gurkerei war anstrengend, aber war von Erfolg gekrönt. Ja, der intelligenteste der Herren war unser Tyler. Der war immer lieb, der hat sich nicht festgefahren, der hat sich nicht ins Wasser begeben. War auch intelligenter so. Aber ansonsten, das, was Matti schon sagte, alleine mit der Fahrerei. Deutschland ist dagegen eine Katastrophe. Ja, Geschwindigkeitsbegrenzung hin oder her. Wir sind super durchgekommen. Und die Erfahrung alleine, diese Länder zu sehen, auch wenn wir auf Raufzu nur durch Dänemark, Schweden, Finnland durchgeflogen sind, um an unser Ziel Nordkap zu kommen. Aber das war ja Sinn der Reise und dann langsam runtertingeln. Weil Schweden und so weiter, das ist alles im Nachgang zu erledigen. Tolle Erfahrung, tolle Menschen, ja, Freunde gefunden. Ja, ich hoffe fürs Leben. Und ich kann nur sagen, jederzeit wieder ins Auto rein und mit der gleichen Truppe los. Oder erweitert Truppe. Also es waren wahnsinnig viele schöne Momente da. Das Highlight war natürlich das Nordkap, da zu stehen bei, waren es 25 Grad. Wir haben die Drohnen fliegen lassen, man stand da im Top. Die Reise, der ganze Reisestress ist abgefallen und das war einfach wahnsinnig schön, das zu erleben. Dann war natürlich auch ein Highlight da bei 34 Grad in Rovaniemi über dem Polarkreis um 18 Uhr zu stehen und einfach diese Reise als solches, die ganzen Kilometer, das ist eben auch in dem Moment alles abgefallen und dann eben, so wie Helge es auch gerade schon gesagt hat,
dieses Miteinander, Füreinander in der Truppe, eben das gemeinsam geschafft zu haben, das war schon toll. Und das sind eben auch schöne Erinnerungen einfach. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, macht es, nutzt das Zeitfenster. Wir haben es einfach gemacht, trotz Covid. Wir haben geguckt, passt das irgendwie, uns von Land zu Land gehangelt, ja, und es war einfach perfekt. Und deswegen ja, bin ich auch sehr dankbar dafür. Wir haben uns einfach einen Traum erfüllt. Ich war froh, dass ich mich nicht übergeben musste, obwohl ich leichenblass war auf diesem Äppelkahn. Ja. Andere sagen dazu Riesenfähre, für mich war es ein Äppelkahn. Bin bald gestorben, drei Stunden Fahrzeit auf der Fähre, drei Tage krank. Gut, mancher lacht darüber, ich kann nicht lachen. Ja, wer darüber lacht, soll es mal erfahren. Genau. Wie es sein könnte. Was Britta schon sagte mit dem Zusammenhalt, absolut top. Ja, top Leute. Die Menschen, die wir da oben kennengelernt haben, freundlich, hilfsbereit. Es gab auch Meckerköppe wie in Deutschland, aber viel, viel seltener. Schöne Erlebnisse, ja. Danke dir für die gute Idee, die du hattest. Genau. Ja, definitiv. Und du konntest dir endlich deinen Traum erfüllen, den du vor 5 Jahren schon als Ziel gesteckt hast. Was mir persönlich nicht gefallen hat, da wird ja immer so von geschwärmt, ist Senja. Die eine Straße, die ringsrum geht, man hat nicht wirklich Parkmöglichkeiten, schon gar nicht mit 3 Kästen. Klar, die Landschaft ist schön, aber auch das kann man eigentlich nur richtig genießen, wenn man eben einen vernünftigen Platz hat, wo man sich hinstellen kann, wenn das Wetter auch stimmt. Da hatten wir jetzt nicht so das Glück, aber das liegt natürlich auch im Auge des Betrachters. Mir persönlich hat es nicht so gut gefallen. Man konnte es eben einfach nicht genießen. Ja, und die Lofoten als solches sind sehr schön. Da hatten wir ein bisschen Pech mit dem Wetter. Gut, man kann es sich nicht aussuchen. Aber auch da das Problem mit den Stellplätzen. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn wieder alle am Reisen sind. Diesmal waren es hauptsächlich Norweger. Aber es war eben auch alles voll. Und ja, ansonsten auch sehr schön. Aber mir hat der Rest eigentlich besser gefallen im Vorfeld, was wir gemacht haben an Reise. Das, wie gesagt, steht und fällt natürlich immer auch mit den Plätzen, wo man sich hinstellen kann. Fred Fang fand war sehr schön, der kennt den Platz. Da muss ich wirklich sagen, das ist ja eigentlich kein Hotspot, den man so kennt. Der war wirklich toll. Bloß davon, dass die Waschmaschine nicht funktioniert hat. Waschmaschine läuft 5 Stunden, ja. Der Trockner läuft 8 Stunden. Genau, ja. Das ist ja, also, ne, das war jetzt nicht so sparsam. Rande. War ein Erlebnis. Mehr Zeit nehmen. Ja. Auf jeden Fall mehr Zeit. Aber das hätten wir ja im Vorfeld schon gemacht. Wenn jeder das gekonnt hätte, dann hätten wir es ja gemacht. Dann hätten wir auch 2 Monate gemacht. Wir machen das in 4 Wochen. Ja. Also ihr würdet heute die Reise nochmal machen, auch aufgrund dessen, dass man sagt, okay, wir haben nur 4 Wochen Zeit. Oder? Und nicht mehr im Sommer. Also Hochsommer würde ich nicht mehr machen. Und die Erfahrungen von der dänischen Insel Rømø einfließen lassen bezüglich Mollisand und auflaufendes Wasser. Ja, sind wir reicher geworden in der Erfahrung. Das würden wir uns heute ersparen. Ja. Das würden wir uns heute ersparen. Dann würden wir frühzeitig den Strand verlassen, dass wir da nicht wieder durch müssten. Und wir würden warten auf andere, die reinfahren. Oder so, ja. Dass und wir mal auf der anderen Seite stehen. Dass netter wäre. Genau. Also danke da nochmal an Lexi 888. Ja. Genau. Mit seinem T34. Tipptopp. Lexi, danke und dein Team. An dich und Bande. Also ich glaube, so wie wir es gemacht haben, das Zeitfenster, auch wegen Covid, und dann so durchgezogen. Das war einfach perfekt, weil die sind da einfach da oben angekommen. Und so eine geniale Bedingung da oben zu haben, ja, also wer hat das schon? Ich habe mich aufs Schlimmste eigentlich eingestellt. Ich habe Mütze, Schal, alles dabei gehabt. Ich habe gedacht, wir kommen im Nebel da an. Wir sehen nicht gedacht, wirklich wir viel. Wir schaffen es gar nicht das ans Nordkap. Das ist das, was man immer so sieht in den Videos. Man fährt 3000 Kilometer und ist eigentlich völlig enttäuscht und hat nur ein ganz kleines Zeitfenster da oben, weil man eben nicht lange da stehen kann. Und wir sind da einfach da angekommen und sind einfach, ja, von der Sonne geküsst worden. Das war einfach wirklich mega und es war einfach Glück auch. Und die Angst dabei, halt nicht hochzukommen, das war halt auch dabei. Und dass dann alles so geklappt hat, das war immer ein Erfolgserlebnis. Gell? Ja. Wenn wir über Grenzen gefahren sind und dann waren wir drüber, das war immer, jawohl, wir haben es geschafft, wir sind weitergekommen. Schritt. Ja, wir sind im Prinzip total fertig von der Fahrerei an der Grenze angekommen. Genau. Haben vor Augen gehabt, Mensch, was kann uns jetzt passieren? Ja. Auf einmal Stopp. Wir sind drüber gekommen und da ist uns so eine Last abgefallen, dass wir nochmal 200-300 Kilometer weiterfahren konnten. Genau, das hat richtig aufgebaut. Ja. Aber ansonsten, so im Großen und Ganzen, würde ich nichts anders machen. Nein. Wenn mein Ziel Nordkap wäre, würde ich genauso wieder durchdonnern wie bisher, die Anstrengung auf mich nehmen, weil einfach das war ein Traum da oben. Ich muss auch sagen, Norwegen ist wirklich wunderschön. Also toppen kann das für mich jetzt persönlich nur noch Island. Aber das auch nur, weil eben da es eben noch Vulkane gibt und so weiter. Und was mir auch sehr gut gefallen hat in Norwegen, wir waren zu der Zeit da, wo dann eben die Rentiere Kälber hatten. Das war auch ganz toll, wenn da eben so eine Herde an einem
vorbeiläuft und die haben dann ihre Kälber dabei. Das war schon toll. Das geht auch schon ans Herz. Ja, oder wo sie uns beim Grillen da besucht haben. Ja, ne? das war genau. Das war auch klasse. Ja. Also das ist schon du drehst dich um, steht ein Rentier hinter dir. Ja. Also ich würde jetzt erstmal andere Länder erkunden. Also ich würde jederzeit wieder nach Norwegen fahren. Wir können, ja auch den westlichsten Punkt Europas nehmen. Wie heißen sie? Westerarm? Westerarm, ne? Nee, auf Island. Island, ja. Ja. Hier da, wo diese Vogeldingsbuchter ist. Ja. In Westfjord ist das. Westfjord, genau. Westfjord, Island. Können wir als nächstes Mal einplanen. Gibraltar als südlichsten Punkt. Drei Tage Fähre, ne? Ja. Viel im Kopf. Ja. Drei Tage Fähre. Ja, Afrika im Kopf, alles im Kopf. Also auf jeden Fall. Darf man nicht sagen, stimmt. Soll Überraschungsvideo werden. Also wir würden Dirk noch mal mitnehmen, ja? Ja, wir nehmen den noch mal mit. Wir nehmen den noch mal mit. Ja, ja. Dann, ist auch immer schön, wenn dann innerhalb der Hauswirtschaftsgruppe mal die Rollen getauscht werden, ne? Ja, genau. Der Bosse muss mal selber ran. Ja, und wenn es geht, Tyler immer mit dabei. Das ist natürlich klar. Island wird ein bisschen schwierig werden wegen der Quarantäne, aber ansonsten würden wir schon versuchen, solange er das auch kann, er ist ja noch jung, ihn dann irgendwie mitzunehmen. Und richtig geil war natürlich bei, wie heißt der Stelpers nochmal? Fredfang. Metti hat Spaghetti gekocht und Dirk hat vegane Bolognese gemacht. Das war auch ein Highlight. Alter Schwede. Lecker, lecker, lecker. Hätte nie gedacht, dass vegan so geil schmecken kann. Und seit unserer Norwegen-Tour bin ich vegetarisch unterwegs. Ja, weil die beiden, Metti und Dirk, haben nochmal den letzten Anstoß gegeben, da auch mich umzustellen. War eigentlich schon fast so weit, aber dann, ja. Hat sich der Schalter umgelegt. Genau. Ja. Eigentlich ist logisch, wir sind in skandinavischen Ländern unterwegs. Die sind teuer, das weiß man. Auch die Lebensmittel und alles. Sprit ging ja jetzt, echt. Also das war ja, so wie Deutschland, oder? Ja, 1,26. Ja, das war der Hammer. 65. Ja, das war echt. Also, wenn ich nicht da wäre, würde ich morgen nochmal fahren. Also ja. Fahren. Norwegen ist teuer, ja, sehr teuer. Also das war schon heftig. Das war so ein richtiges Highlight, als wir zurückgekommen sind nach Deutschland, haben dann einfach mal einen Discounter eingekauft. Ich sag mal, gefühlt für 30 Euro in Norwegen 100 Euro. Das ist so, das weiß man aber auch. Ich würde es jederzeit wieder machen, weil das, was wir uns da erfüllt haben, das kann man in Geld nicht aufwiegen. Das ist einfach so. Ja. Und da muss man einfach im Vorfeld sagen, was brauche ich ungefähr, packt man noch ein bisschen was drauf, damit man ein bisschen Reserve einfach hat. Und das sind einfach Lebensträume. Ja? Und wenn ich jetzt nur den Igel in der Tasche habe, dann habe ich vielleicht mal irgendwann ein dickes Bankkonto, aber war es dann auch schon. Ja, oder auch so vom Budget her. Wenn ich herkomme und ich sage, ich nehme für die Reise 500 Euro mit für Lebensmittel, dann brauche ich gar nicht erst losfahren. Das muss ich im Vorfeld wissen. Ja? Auf der anderen Seite, für uns jetzt als Deutsche war Norwegen teuer. Wenn du aber jetzt nach Ungarn oder so oder Rumänien fährst, dann leben wir da wie die Könige. Ja. Andernfalls, wenn die Rumänen hier hinkommen, ist es sauteuer für die. Und nach Norwegen ist für die unerschwinglich. Das sind halt einfach durch die Einkommensverhältnisse. Ja. Ne? Lebenserhaltungskosten, ist halt so. Schweiz ist für uns auch teuer. Ja, genau. Für die Schweizer ist es ein normaler Kurs, ja, weil die verdienen halt mehr als wir. Ja. Aber wenn ich weiß um die Kosten und ich will die Kosten nicht auf den Tisch legen, ja, dann brauche ich gar nicht erst losfahren. Dann suche ich mir ein anderes Ziel. Sandbleche würde ich mitnehmen. Schwimmflossen. Ja. Nee, also im Prinzip, das Auto ist gepackt, als wenn du hier in Deutschland rumfährst. Ja. Kommt mal durch. Dann nimmst du auch deinen Impfausweis mit. Ja, dein Personalausweis oder Reisepass und das war's dann. Kreditkarte auf keinen Fall gut vergessen. Gefülltes Konto, genau. Ja. Und was man machen sollte, man sollte sich in Verbindung setzen mit Öresundbro. Das ist so ein Transponder, der kommt vorne in eine Windschutzscheibe. Da kannst du ohne zu buchen auf die Fähre in Puttgarden fahren, nach Dänemark rüber mit Sonderpreis. Die Brückendurchfahrten, Große Beltbrücke, ja, oder Öresundbrücke sind mit, glaube ich, mit 25% oder 30% ermäßigt. Und sämtlich andere Mautstrecken werden auch über diesen Transponder eingescannt, auch mit 20-30% Nachlass. Was dann über die hinterlegte Kreditkarte abgerechnet wird. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Fährst mit dem Transponder hin, die Schranke geht auf und du fährst durch. Wo andere in der Schlange stehen und müssen Bargeld reinwerfen oder Kreditkarte einstöpseln oder sonst irgendwas. Und was ganz wichtig ist, ist Krankenversicherung. Da solltet ihr euch drum kümmern, bevor ihr losfahrt, dass die Auslandskrankenschutz habt. Ja. Wir haben es nicht gebraucht, aber wenn was passiert, auf jeden Fall machen. Ja. Und wenn man einen Hund dabei hat, sich auch informieren, das war aber auch alles gar kein Problem. Selbst wenn man kein Englisch kann, zwei Sätze Englisch auswendig lernen, Treatment for Deworming,
Dann wissen die auch Bescheid, man sucht sich vor Ort eben Tierarzt in, wo war das jetzt? Eine größere Stadt. Ja. Ja, in Finnland sind wir, haben wir nachgefragt, da sind wir in die Apotheke geschickt worden, mussten dieses Medikament kaufen, mit diesem Medikament zum Tierarzt, der Hund hat die Tablette genommen, der Tierarzt hat es im Impfausweis vom Hund gestempelt und bestätigt mit Datum und Uhrzeit, weil es glaube ich 24 Stunden vorher muss er die einnehmen und es ist 72 Stunden oder so gültig. Ja, und in der Zeit muss er dann halt von Finnland oder von Schweden nach Norwegen einreisen. Ja, aber es gab keine Kontrollen darüber, nichts. Ja, unproblematisch. Ja. Wichtig ist halt nur, dass man es gemacht hat. Diese Panikmache teilweise dann auch im Internet, das war also alles kein Thema. Ein bisschen informieren und dann im Vorfeld, wie gesagt, vor Ort dann eben gucken, wo ist ein Tierarzt. Ist ja heutzutage auch über Google und so weiter auch alles kein Thema mehr. Man muss da keine Panik haben, ach, ich muss mich jetzt beeilen und muss Gas geben, muss 3 Tage durchfahren, damit ich noch pünktlich über die Grenze komme. Vierlefanz-Tierärzte gibt es da oben ohne Ende und auch zu vernünftigen Preisen. Ja. Gibt es auch noch etwas, wo ihr sagt, jetzt, das hätten wir noch gerne gemacht, aber nicht mehr geschafft? War viele. Ja. Also so realistisch jetzt so in dem Rahmen. Ein Monat hat gefehlt. Ja. Dann hätten wir noch einiges mehr schaffen können. Die Trolltunga. Ja, aber das war ja alles so überlaufen. Das war ja das Problem. Wir haben es ja probiert. Ich bin ja mit Dirk da runtergefahren. Das war ein Albtraum, was da abging. Wie hieß das? Leiranger Ja, das war der Hammer. Leiranger Fjord war heftig. Also sowas. Nee, so stelle ich mir auch keinen Urlaub vor. Für mich ist skandinavische Länder ist für mich Freiheit, Weite, Ruhe. Und nicht dieses Tourismusgedönse da. Das war echt nicht schön. Das war sehr unschön. Das war echt. Ja, gut, es war Ferienzeit in dem Land. Das waren ja alles Einheimische, die da rumgetobt sind. Wenig Deutsche und so. Und was schade war, das war, ich glaube, auf den Lofoten war das. Also ich glaube, die Campingplatzbetreiber, die haben sich alle abgesprochen, wenn du da als Durchreisender entsorgen wolltest, dann hättest du 33, 35 Euro Tagessatz bezahlen müssen, als wenn du übernachtet hättest, nur eben um entsorgen zu können. Ja. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, das finde ich nicht so toll, wenn die sagen würden, komm, 5 Euro, 10 Euro, damit du end- und versorgen kannst, würden sie auch noch Geld verdienen. Und so besteht halt die Gefahr, dass die Leute sagen, so, ich kann hier nicht entsorgen, ich kipp's einfach irgendwo in eine Botanik. Und das soll natürlich auch nicht sein. Also da könnte man auch nachbessern. Habt ihr denn jetzt überhaupt so einen Überblick, was die Gesamtreise gekostet hat? So über den Daumen ja, aber es fehlen halt sämtliche Kreditkartenabrechnungen noch bezüglich der Mautstrecken. Alles, was im Vorfeld gewesen ist mit der Fähre und Öresundbrücke und so weiter, das ist über den Bro alles schon abgerechnet mit der Kreditkarte. Aber die Fährkosten in Norwegen, Tunnelstrecken, normale Mautstrecken in Norwegen, da sind noch keine Rechnungen gekommen. Da sind überall nur die Kennzeichen notiert worden. Und Strafzettel kommen noch. Alle. Ja, eure Strafzettel, die kommen noch. Ja. Fürs Falschparken die 900 Euro. Und die Raserei. Ja, die 850 Euro. Wo du da rechts abgebogen bist, statt geradeaus zu fahren. Echt? Da war ich gar nicht dabei. Doch, da warst du dabei. Da hast du die Augen zugemacht, sonst wärst du ja nicht rechts abgebogen. Ja, das kann sein. Also das sind so Sachen, da fehlen einfach die Kosten. Ja. Jeder kann sich ausrechnen, was sein Fahrzeug an Kraftstoffverbrauch hat. Ja. Und wie gesagt, zwischen 1,26 und 1,65 oder so haben wir pro Liter Diesel bezahlt. Bei knapp 9000 Kilometern, die wir gefahren sind, kann jeder rechnen anhand seines Verbrauchs, was er für Kraftstoffkosten hat. Und wie gesagt, der Rest kommt noch. Fähre und so weiter. Ja, 75 Euro die Fähre, 30 Euro die Brücke, halt mit dem Bro. Ja, das sind geringe Kosten meiner Meinung nach. Aber die richtigen Sachen, die ganzen Fähren an den Fjorden in Norwegen und so weiter, noch kein Einblick, weil bis heute keine Rechnung gekommen ist. Die einzige Rechnung, die gekommen ist, war aus Stockholm, wo wir die eine Brücke überfahren haben. Das war schon eine Summe. Oder nicht überfahren, sondern überquert haben. Da haben wir eine Wahnsinnsrechnung bekommen, hätte ich nicht gedacht, dass 150 Meter Brücke so teuer sein können. Mit 88 Cent waren wir dabei. Die Bearbeitungsgebühren sind, glaube ich, teurer gewesen als Wahnsinn. Und die Rechnung kam aus Deutschland mit einer 80 Cent Briefmarke. Ja. Hammer. Das war natürlich cool. Hammer. Ja. Das lebe der Vorgang, ne? Ja, ehrlich. Die Bürokratie. Ja. Und Fazit, top, jederzeit wieder. Und Tyler, Ohren hoch, will auch immer wieder mit, gell? Willst immer wieder mit? So. Ja. Fein. Und wir nehmen den Dirk immer wieder mit. So, wenn euch das gefallen hat und ihr was dazu zu sagen habt, zu unserem Statement, zu der Tour, dann schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Und ja, ich bin raus. Ciao.